die haben doch, als der Bund am Sinai geschlossen wurde, ja, Mose ist auf den Berg gegangen, hat die Gebote bekommen, ist runtergekommen, hat sie ihnen gesagt. Dann haben sie gesagt, wollen wir alles tun. Dann hat er sie auf Stein geschrieben, hat er sie ihnen noch mal vorgelesen, haben sie wieder gesagt, wollen wir alles tun. Was haben sie denn da gesagt? War das nur der Kopf? War das ohne Herz? Wie erklärt ihr euch das? Weil es ja dann nicht funktioniert hat, wissen wir. Hat nicht funktioniert. Ja, also man könnte meinen, die haben es zwar verstanden und haben Ja gesagt, aber es ist noch nicht im Herzen gewesen. Boah, es ist ja schon kompliziert. Ich meine, ich sage Ja zu etwas, zu einem Bund, egal was es jetzt ist, ein Bündnis, ein Vertrag. Ich setze meine Unterschrift drunter und dann sagt mir einer nachher, das hast du mit deinem Herzen nicht erfasst, nur mit dem Kopf. Also ich denke, dass sie auch mit ganzem Herzen dabei waren, auch wie sie dem zugestimmt haben. Ja. Sie haben nicht mehr verstanden, aber sie haben es ehrlich gemeint zu diesem Augenblick. Okay. Die Realität hat eine zusätzliche andere Sprache gesprochen. Und da sind sie draufgekommen, so geht's nicht. Und Gott hatte auch diesen alten Bund, wenn wir ihn schon als alt bezeichnen, nicht als fehlerhaft inszeniert, sondern hat gewusst, es kommt das Eigentliche. Und ohne das Eigentliche kommt es nicht zur wirklichen Lösung. Okay. Zur inneren Lösung. Also ich kann äußerlich etwas machen, ich kann Formen erfüllen, ich kann Rituale erfüllen und ich kann sogar gewisse Zufriedenheit damit haben, ich kann Gewissensberuhigung haben. Aber eine wirkliche innere Friedenslage entsteht dadurch nicht. Also wir könnten dann vom vorläufigen und vom eigentlichen Bund reden, oder? Ja, weil alt und neu, das suggeriert ja so alt weg in den Müll und neu. Ja, wir wollen was Neues haben. Aber eigentlich ist es der Vorläufige, der aber nicht das alles bewirken konnte, was Gott bewirken wollte. Es war noch ein Abbild. Es war ein Abbild, aber hat natürlich auch mit der Fehlerhaftigkeit der Menschen zu tun gehabt, keine Frage. Aber der eigentliche Bund, das war erst mit Jesus möglich. Vom Hinführenden und vom verwirklichten Bund. Ja. Ich meine, das ist auch die Frage, die für mich entsteht. Warum kann denn der neue Bund, den Jeremia 31 angekündigt hat, immerhin, das ist Altes Testament, dürfen wir nicht vergessen, hier in Hebräer ist ein Zitat aus Jeremia 31, Ausrufezeichen. Warum konnte denn dieser Bund erst mit Jesus verwirklicht werden? Also die Realität hat einfach denen mehr abverlangt, als sie zu dem Zeitpunkt konnten. So kommt mir das jetzt vor. Das war so eine Art Fortsetzung. Die haben zwar Ja gesagt und die haben das auch ernst gemeint, wie du gesagt hast, auch wahrscheinlich mit dem Herzen dabei gewesen, aber es hat nicht ausgereicht. Na, wann reicht's denn dann aus? Wenn ich so das Ganze überblicke, dann entsteht in mir das Empfinden, dass es nötig war für diesen inneren Veränderungszustand, dass da die Wirkung des Heiligen Geistes in voller Fülle ermöglicht worden ist. Und das ist erst durch das Tun Jesu am Kreuz, die Himmelfahrt, und dann ist die Ausgießung des Heiligen Geistes in der Fülle gekommen. Dass da etwas erneuert worden ist von innen her, dass Gott sogar, wie es dann heißt, in uns Wohnung machen möchte. Das ist etwas, was ich von meinem menschlichen Verstand nicht begreifen kann, aber es ist etwas dann plötzlich, eine ganz andere Nähe dann vorhanden und nicht nur, ich gehe jetzt irgendein Ritual machen oder ich unternehme etwas, was gut ausschaut oder was auch richtig ist nach gewissen Ordnungen, sondern da bewegt sich in mir etwas. Das heißt, ihr postuliert jetzt an dieser Stelle etwas Geheimnisvolles. Etwas, was man nicht wirklich mit der Logik erklären kann. Also es kann nicht dann, so verstehe ich euch, ich versuche jetzt mal zusammenzufassen, was ihr gesagt habt. Man kann nicht einfach sagen, ich entscheide mich für Gott und ich mache das mit meinem Kopf aus und ich habe erkannt, es gibt gute Argumente dafür und die Bibel hat recht und so weiter. Ja, die Manuskripte stimmen alle und so. Ich glaube, dass das alles Hand und Fuß hat. Und dann ist die Sache klar. Nein, ihr sagt, Nein, das reicht nicht aus, sondern da muss was Geheimnisvolles in mir passieren. Aber von außen her kommend. Von außen her kommend. Also mir ist gerade noch der Gedanke gekommen, es reicht, nur ich reiche nicht aus, egal wie ich mich anstrenge. Das muss noch, ich brauche mehr,
eben diese Gnade, diese Gottes Mitwirken. Ja, aber ist es, ich versuche jetzt mal mit den Ohren von jemand zu hören, der da nicht drin ist in diesem Milieu. Der sagt jetzt, das ist ja frustrierend. Ihr sagt, ich kann mich anstrengen, wie ich will, und das nützt alles nichts. Ich schaffe das ja sowieso nicht. Da muss Gott etwas tun in mir. Genau. Ist das nicht frustrierend? Weil ich habe es nicht in der Hand? Eigentlich nicht. Ich muss einfach sagen, lieber Gott, gib's mir. Und dann sagt einer, ja, mir hat das nicht gegeben. Oder wie seht ihr das? Das ist vielleicht doppelseitig, also das ist gegenseitig. Ich mache irgendwas in mir auf, damit irgendwas reinkommen kann. Es mag ja durchaus frustrierend sein, ja. Also ich kann diesen Frust auch nachvollziehen, dass ich gute Absichten habe und laufe damit trotzdem gegen die Wand. Und das ist ja gerade das Befreiende, dass Christus mich von diesem Frust befreit. Es ist doch keine Schande, Hilfe von außen anzunehmen, wenn man sich nicht selbst aus dem Sumpf ziehen kann. Aber wenn dann jemand am Ufer erscheint, dann ist doch das die totale Erlösung, wenn er mir das Seil zuwirft oder mich, was weiß ich, jetzt kann man das Bild irgendwie vervollständigen. Und das war eben noch nicht passiert, als Christus nicht gekommen war, als Jesus nicht da war. Er hat letztlich alles bezahlt. Vorher habe ich alles auf Kredit gemacht. Und dann sagt er mir, hier, es ist alles erledigt. Das ist ein Grund zum Feiern. Also der Frust wird gewesen sein. Aber das ist Vergangenheit. Ich würde so gerne mal ein Bild verwenden, was mir dabei gerade kommt. Das ist so, wenn du so sagst, ja, ist das nicht irgendwie schwierig oder blöd oder so. Ich habe mich gerade so gesehen, wie wenn ich mit meiner Teenager, damals altigen Tochter, gesprochen hätte. Die sagt, ja, wie ist das, wenn ich mal einen Mann heirate? Den muss ich auch noch lieben und da muss irgendwas mit mir passieren oder so. Kann ich nicht einfach jetzt im Katalog oder mir einen aussuchen, 1,86 Meter, blonde Haare und so weiter? Würde ich sagen, nein, da muss was mit dir passieren, was Geheimnisvolles. Aber du wirst es erfahren, wenn es soweit ist, wirst du es wissen, was es ist. Das ist nämlich das Geheimnis der Liebe. Und das ist das, was der Heilige Geist schafft und was wir nicht selber irgendwie erzeugen können, wo wir uns nur öffnen können und uns beeindrucken lassen können, uns auf diesen Christus schauen und sagen, wie konnte der sich als Gott so klein machen? Das soll Liebe sein. Und dann entsteht was in mir, was der Heilige Geist in uns bringt, wo man dann nur sagen, es ist ein Geheimnis. Genauso wie das zwei Menschen sich lieben, es ist ein Geheimnis. Das kann man von außen nicht irgendwie logisch nachvollziehen. Genau, das hast du so gut beschrieben. Genau das habe ich gemeint. Dieses Gegenseitige. Ich muss was machen, aber da muss es auch noch was passieren.